Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie fast immer gut. Eigentlich bin ich mal gut gelaunt. Ich bin hier wieder draußen, mache eine kleine Testfahrt. Ich werde euch dieses Wochenende wieder mit zum Ring nehmen. Dabei sind dieses Wochenende der Maxi. Der Robert. Ja. Hi, ich bin der Berti. Wie viele Runden hast du gefahren dieses Jahr schon? 490. Jede Runde war ein Genuss. Ja, und jede Runde auch am Limit. Ne? Du musst jede Runde am Limit fahren. Schönen Tag euch allen. Der Marco. Das ist geil. Und der liebe Daniel. Moin Meister! Entschuldige ein bisschen, wenn ich hier die Augen so zukneife, aber der Himmel, der ist schon wieder so unfassbar hell. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir so ein Wetter haben, weil dann macht es am meisten Spaß. So, was mache ich hier draußen? Ich fahre immer einmal vorm Ring und einmal nach dem Ring so eine kleine Testrunde, ob die Kiste läuft, ob der irgendwelche Geräusche macht oder irgendwas. Und da ist auch meine heutige Frage an euch entstanden, weil ich habe mir so vorgenommen, ich frage euch einfach auch mal ein bisschen aus. Ihr fragt mich auch immer aus, finde ich gut. Frage ich euch auch mal aus. So, heutige Feststellung ist, meine Kiste habe ich diese Saison auf dem Ring bewegt, mit dem Trailer nach Hause gefahren, in die Garage gestellt, aus der Garage rausgeholt und wieder auf dem Ring gefahren. Der hatte überhaupt keine Probleme, der hat nicht rumgemuckt oder so, der hat gar nichts gehabt. Und mich würde mal interessieren, ist das normal oder wie sind da eure Erfahrungen? Weil eigentlich ist ja nur so ein Porsche GT3, wo man sagt, hey, den stellst du in der Garage, den holst du raus, da brauchst du nichts dran machen, außer irgendwann mal einen Service. Ja, aber wie gesagt, mein M3 macht das genauso diese Saison. Toi, 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 wohlgemerkt. Also ich will jetzt hier nicht loben und dann nächstes Mal stehst du da irgendwo und wir müssen mit dem Lenz weg. Das wäre scheiße. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so mit Service und Wartung umgeht. Macht ihr die Teile erst, wenn die wirklich komplett platt sind? Oder macht ihr die vielleicht über den Winter, auch wenn die noch nicht platt sind, aber wenn ihr absehen könnt, die halten einfach nicht mehr die Saison? Weil ich habe es jetzt so gemacht, am Anfang des Jahres habe ich ein paar Lenker neu gemacht, weil die kaputt waren. Radlager sind neu gekommen, ja, und noch ein paar andere Dinge. Ich werde es jetzt auch am Ende der Saison wieder so machen. Ich stelle die Kiste einmal zum Philipp Weber und der soll die einmal komplett durchgucken, alle Lager einmal gucken, alle Lenker gucken. Weil ich habe halt auch keinen Bock, mitten in der Saison stehst du dann am Ring, willst eigentlich fahren, hast ja auch Jahreskarte bezahlt, Unterkunft und so weiter. Ja, und dann kannst du nicht fahren. Das ist halt mega ärgerlich. Deswegen habe ich das so, dass ich das im Winter mache und im Sommer halt fahren kann. Aber jetzt seid ihr dran, jetzt erzählt ihr erstmal, wie ihr das genau macht. Ja, und ich werde jetzt noch meine kleine Testfahrt hier beenden. Guckt euch einmal hier die schöne Landschaft an. Das hier sieht ja wohl wirklich geil aus hier bei uns, oder? Schaut mal. Das ist so richtig schön Land. Ich liebe ja Land. Also ich wäre kein Stadtmensch. Obwohl Ring ist mir, die Eifel ist mega schön, keine Frage. Aber das ist mir doch zu weit weg von allem, glaube ich. Ich wohne ja da nicht, aber kommt mir so vor, wenn ich da hinfahre, fahre ich schon sehr, sehr lange über Land. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, starten wir mal ins Video, oder? Wir befinden uns hier wieder in der Eifel. Augenringe sind auch wieder am Start, liegt aber heute nicht nur am frühen Morgen, sondern auch an einer sehr unruhigen Nacht aufgrund Bauchschmerzen. Wir gehen jetzt gleich mal zur Apotheke, gucken mal, ob wir was Passendes finden. Mittel für Rennfahrer muss es da irgendwie hier an der Nordschleife geben. Der Daniel, der installiert hier gerade sein ganzes Multimedia-Equipment auch wieder. Hast du ein neues Equipment am Start? Oder? Ja, das andere war mir zu groß, Mann. Wahnsinn. Ich musste hier mal ein bisschen in kleinere Sachen gucken, ob das taugt. Gehen jetzt erstmal in die Apotheke. Ja. Gehen jetzt erstmal in die Apotheke, mal gucken. Abführmittel kaufen. Wird das eine ganz schnelle Runde? Ah, schwierig, ey. Gucken wir mal. Nehmen wir mit. Ich hab ein bisschen Pumpen. Ah ja, damit. Das ist ja der Trick. Den hat Jan mir ja gelehrt. Warum? Kaltstart nicht klappt. Also nein, nicht. Das ist. Dann rasselt der nicht so. Und sonst hört der sich an wie ein Panzer. Und wenn man ein bisschen die Bremse richtig pumpt, dann öffnet sich. Nee, verstehst du es nicht? Irgendein Unterdruck im Motor. Und dann rasselt er nicht. Ja. Es funktioniert, aber warum? Wunderschön hier am Morgen durch die Eifel. Boah, guckt euch das mal an. Ist ja wohl richtig, richtig schön. Jetzt vibriert schon wieder irgendwas hier. Ach komm, hör doch auf zu vibrieren. Wir fahren jetzt zur Apotheke kurz. Ich hatte echt so Magenschmerzen in der Nacht. Das ging echt gar nicht, Mann. Die ganze Nacht rumgewälzt. Heute Morgen um 6 Uhr duschen gewesen, weil es einfach nicht mehr ging. Ich konnte nicht mehr in diesem Bett liegen, ne? Mal gucken, ob wir da irgendwas finden, weil sonst brauche ich auf jeden Fall dieses Wochenende nicht fahren, weil diese Gurte, wenn die so auf den Magen drücken, das macht keinen Spaß. Ja. Mal sehen. Wir haben jetzt gerade noch ein kleines Problem gelöst. Uns fehlte, oder mir, nicht uns, mir. Mir fehlte nämlich ein USB-C-Kabel auf USB für die GoPro. Das haben wir jetzt hier aber finden können. Bei wem natürlich? Philipp Weber, wie immer. Also, der hat mit mir noch kein Geld verdient, aber schon viel Arbeit gehabt, ne? Ich freue mich, dass ich immer, wenn du hier bist, Lieblingsgast. Ja,
Jetzt warten wir noch auf den Tobi und dann drehen wir gleich mal unsere ersten Runden. Mal schauen. Wieder die erste. Bestimmt wieder die erste. Ja, wir haben schon eine gedreht, aber da war halt kein GoPro drin. Deswegen gucken wir mal. Maxi Kurz, aber der hat wohl ein gerissenes Motorlager. Der kriegt jetzt hier auch schnelle Hilfe. Und vielleicht können wir dann mit dem auch nochmal ein paar Runden zusammendrehen. Mal sehen. Auch noch hier beim Philips einen schönen M2 gefunden. Auch geil aus, vor allem vorne und hinten AP. Hinten auch einfach eine Pro 5000R. Cool, auch innen drin, schön gemacht. Ganz wichtig, die rote Karte. So, Nachzügler, da ist er. Ja, ist jetzt auch am Start und jetzt geht es gleich mal auf die Strecke. Mal gucken, was so geht. Kabel ist am Start, GoPro ist am Start, Luftdruck wird jetzt gleich abgelassen und dann gucken wir mal, wie voll es ist. Eben sah es einigermaßen passabel aus, sag ich mal. Daniel, Luftdruck am Machen. Hast du Luftdruck schon gemacht? Nee, ich warte auf dein Gerät. Deins nehme ich aus Prinzip nicht, weil es falsch ist. Ne, meins ist jetzt richtig. Oh, es geht los. Immer wieder geil vor den ersten Runden. Gutes Gefühl einfach hier in der Nordschleife. Hier an der Burgstraße ist auch schon wieder gut was los. Alles schon wieder am Stehen. Aber man muss sagen, bis jetzt geht es von der Fülle auf jeden Fall gut. Kann man sich aktuell nicht beschweren. Jetzt mal gespannt. Erstmal warm fahren jetzt den Koffer, damit wir gleich einmal Druck ablassen. Wie immer muss natürlich der Spruch kommen. Dulli-Helm auch am Start. Scheiße, die Klappe, die muss ich einfach festschrauben. Die fällt immer runter. Voll nervig. Naja, jetzt muss ich erstmal auf Strecke. Also. Komplett abziehen. Sieht man das hier drauf? Ja, ne? Da. Krass. Gerade ein paar entspannte Runden gedreht. Ist auf jeden Fall wieder voll, aber macht Spaß. Meine Reifen sind natürlich schon deutlich am Ende jetzt. Also die waren ja schon letztes Wochenende am Ende. Aber was soll's? Fahren wir einfach nochmal ein Wochenende, dachte ich. Steht auf jeden Fall auch gut da mit der Lippi. Erstmal was trinken. Wie gesagt, Tobi kriegt neue Reifen. Gleich jetzt dann mal weiter, wir sind heute noch nicht so viel gefahren. Ich glaube, wir sind vier Runden sind wir gefahren. Ja. Aber muss ja auch mal einen entspannten Tag geben, ne? Ja, Daniel ist jetzt auch gerade eine Runde beim Tobi mitgefahren. Daniel, willst du jetzt eigentlich Mercedes fahren? Ja, absolut. Funktioniert einfach gar nicht. Nein, sei nicht so gemein jetzt zu Mercedes. Nee, du musst halt echt fahren. Doch, es also, geht in die Tatsache. Sonst ist es schwierig, ne? Nee, sonst geht es in die Hose. Nicht schwierig, es geht in die Hose. Ja, aber wenn du mit ESP anfährst, dann solltest du das weiß ich nicht. Aber ich sag mal, nach zwei Runden keine Bremsbeläge mehr. Wenn du es in dem Tempo fährst, ist es nicht ganz. Weil es malt halt in jeder Kurve, ne? Es malt in jeder. Ich nehm dich gleich mit. Nein, mein Magen, ich kann das nicht. Mein Magen, ihr wisst, mein Magen. Das ist noch eine Packung Salzstangen und dann. Dinger draufschmeißen würdest, würde doch keinem auffallen. Dass das Regenreifen sind. Also, dass sie nicht zugelassen sind. Sind das Nankang? Nee, ne? Sah so aus, ne? Ja. Nakai-Express. Wir sind Lufthansa. Ja. Was ist geil. Lufthansa macht Reifen. Lufthansa macht Reifen, ja. Ich finde ja diesen Falkenschriftzug richtig geil, ne? Ich weiß nicht warum, aber den mag ich halt. Trophäe, oder? Ja. Du kannst dir doch auf deinen auch so einen Falkenaufkleber machen. Auf meinen Falkenaufkleber wahrscheinlich, ne? Ja. Ich denke, das. Was ist das hier für eine Größe? 2,65, oder? Ja, 2,65.
Jetzt stehen wir hier beim Mantal. Gerade Ventisette eine Pizza gegessen. Die Jungs, die vegetieren alle vor sich hin. So eine Pizza macht einen doch ganz schön müde. Dazu kommt, dass die Strecke geschlossen ist. Reifen auch guter Zustand aktuell. Ja, obwohl, so sieht es gut aus, aber da in der Mitte frisst er halt immer so. Ja. Ja, das ist auch ein geiles Kennzeichen. Guckt euch das mal an. Einfach Ringtaxi als Kennzeichen. Ich mag mal auch mal ins Video. Ja. Hi, ich bin der Berti. Was fährst du für ein Auto? Ich fahre einen E46 M3. Ach komm, er will immer mich ins Bild haben hier. Ja. Doch, hallo. Du. Schönen Tag euch allen. Und er hat die gleiche Sprachbehinderung wie die alle. Ja. Wo kommt ihr weg? Bayer. Ja, jetzt gibt er sich gerade Mühe, aber normal kann er kein Wort verstehen. Sag mal nochmal einmal, wie viele Runden hast du gefahren dieses Jahr schon? Beim 490. 490. Jede Runde war ein Genuss. Ja, und jede Runde auch am Limit. Ne? Du musst jede Runde am Limit fahren. Wir stehen hier noch und stehen und stehen und stehen. Was machen wir eigentlich? Wir stehen, oder? Stehen. Ja. Sagst du zu dem grünen Whisky? Finde ich auch ziemlich geil. Das ist halt der geilste. Das wäre doch auch eine potenzielle Farbe für dich, oder? Ja, boah, auf jeden Fall. Lizard finde ich ja mit am geilsten. Auch mit dieser Theke, ne? Das ist ja so krass, wie die, wenn die über die dritte Höhe fahren, wenn die offen ist, dann hörst du erst den Flügel zischen und dann das Auto. Das ist der normale GT3S-Flügel und das ist der MR-Flügel. Nein, das geht mit 2 Amps. Und das magst du nicht, ne? Das Blade? Ja. Ich finde es geil. Ich würde gerne die Felgen sehen, ne? Ja, ich find's geil mit dem Blade irgendwie. Ist mal was komplett anderes halt, ne? Deine Hälfte verkaufen oder für einen Blade holen. Ja. Und so sieht's ja aus. Nur Porsche, Porsche und Porsche halt, ne? Ein C63. Und Tobi sein C63 da hinten. Der passt eigentlich hier gar nicht in die Geschichte rein. Porsche. Die Strecke ist wieder geöffnet und wir gucken uns das jetzt mal an. Haben wir das gleiche Problem als immer unser Problem. Immer. Du hast das eigentlich nicht. Ich Nein, ich hab das nicht. Du machst hier dein Problem aber auch selber. Nee. Hast du gerade gehört? Ja, der hatte einen Reifenschaden. Ja. Strecke offen, komm. Ja, mach's fertig. Ja, dann machen wir jetzt Luft. Ich guck mal, was ich hab. Vor allem, weißt du, was da jetzt für ein Stau ist? Ja, Luftprüfer ist irgendwo, aber nicht da, wo er sein soll. Ah, da unten ist er. Da unten. Bei 1,9 fahre ich noch. Ja, 1,9. Perfekt. Was haben wir hier? 1,9 hinten. Ach. Vorne 2, hinten 1,9. Ey, Strecke ist auf. Ja, er muss gerade hier Luft. Ah, das ist also dieser Michelin-Kompressor, von dem ich letztens so einen guten Testbericht gesehen habe. Der ist gut. Ja, den habe ich auch sehr. Ich sehe nur immer noch nicht, wie er angeht. Also der geht ja, er geht von alleine an und aus irgendwie, ne? Dann jetzt wahrscheinlich angehen. Einfach so. Dann ja, dann drück mal auf Start jetzt. Ja. Aber es geht. Technik, die begeistert. Ich mache jetzt auch mal die Kiste fertig. Also. Los geht's. Leider das gewohnte Bild, nachdem eine Sperrung war, ist halt hier immer Stau richtig, richtig wild. Komplett bis dahin und wenn man in den Rückspiegel schaut, auch noch ganz schön weit. Ist leider so. Ich habe auch meine Sonnenbrille vergessen. Katastrophe. Der Himmel ist wieder so unfassbar hell. Ihr habt keine Vorstellung. Ich fahre eigentlich die ganze Zeit so. Dazu habe ich halt heute Nacht so beschissen geschlafen. Echt, hatte so Magenschmerzen, kaum gepennt. Oh, auch noch müde dazu, optimale Bedingungen auf die Nordschleife zu fahren, Leute. Wirklich perfekt. Thank you.
deutlich gemerkt, dass die doch nochmal eine Ecke schneller sind. Muss man sich halt auch einfach eingestehen, wenn es so ist. Aber die haben ja auch schon deutlich mehr Runden hier gefahren, das muss man auch dazu sagen. Ja, ich habe jetzt schön getankt hier an der Idee. Ich tanke jetzt ja mittlerweile an der Idee, nicht mehr an der Aral. Ich habe auch einfach keinen Bock mehr runterzufahren. Und jetzt muss ich auch gerade fahren, weil hier wird es gerade frei. Leute, wir sind wieder daheim, beziehungsweise im Zimmer. Boah, wir waren gerade noch beim Domme, der hatte uns noch eingeladen zum Grillen. Die haben eine Riesentruppe da und da haben wir noch ein bisschen gesessen. Das war auch richtig cool. Die waren auch vor dem Haus, die haben so ein komplettes Haus gemietet, wo der Daniel und ich auch schon mal waren. Da sind die halt so einer Moped-Truppe halt gewesen, wobei jetzt davon auch viele schon mit dem Auto da sind. Ja, haben die auch erstmal vorne vorm Hof eine Stoßstange mit einer Bremsenkühlung oder so gebaut von dem E36. Einfach mitten in der Nacht, komplett im Stockdunkeln. Also das war mal richtig jugendforscht. Hätten wir sein können. Meine Bauchschmerzen sind zum Glück weg heute Nacht. Ich werde schlafen wie ein Stein auf jeden Fall. Morgen geht's weiter, beziehungsweise für euch, ja, erst nächsten Sonntag. Also, macht's gut.